Alter, ich merke schon, ein paar Solpens mehr hergestellt. Hier sind immer 5 an einem, also sind das 15, dann ist 18 und hier 19, also fast 20 Stück. Über Meta wird unschneller produziert als davor, oder? Ne, Man merkt schon einen also krassen ja, wird Unterschied. schneller produziert, aber es reicht immer noch nicht aus. Es wird noch Ja. nicht gleichmäßig produziert. Wir haben jetzt übrigens auch Scrapboxen im Überschuss. So, da einfach im Lager. Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte mir die ganze Zeit, warum ist der Craft das so leer? Du hast doch das Ganze so hochgeballert an Sachen. Ja, vielleicht die ganze Zeit am Iridium, dass wir keine Solarpanels mehr herstellen können, oder? Dann machen wir jetzt heute Nether Star. Oder wir müssen anfangen von der Star-Produktion. Ich habe mir ein bisschen rumgetestet und es funktioniert, wenn wir diese Diamond Spikes von UID craften. Wird das Skelette quasi, wenn die sterben, dass sie die Skulls auch droppen. Dann haben auch so schwarze Knochen, also das könnte auch noch ganz nice sein, falls wir die für irgendwas brauchen. Aber gerade geht es halt um die Skulls, weil damit kommen ja Nether Stars eben ran. Und Wither Skelette kriegen wir eben, indem wir normale Skelette in Witchwater tun. Die müssen das ganz kurz nur berühren, gar nicht unbedingt da lange drin sein. Sollen wir das irgendwie versuchen, in die alte Mobfarm zu integrieren? Aber dann kann es sein, dass die Smeltery nicht mehr drin ist. Das Problem. Problem ist halt, wir haben auch Enderperlmangel. Ich sehe es gerade. Das liegt wahrscheinlich darauf, unter anderem darum, dass du so viele Ethereum-Kabel gemacht hast, dass die Enderperlen ein bisschen leer wurden. Überlegen, einfach unten in die Smeltery Diamond Spikes rein zu platzieren, ob die Smeltery dann noch funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Ja, das denke ich mir. Aber man macht's mit dem Spawner. Boah, das habe ich halt keine Ahnung, wie die funktionieren. F-Tools? Oder was ist das? Da müsste man mal gucken, was man für den nimmt. Für einen brauchst du Flüssigkeit. Oder Ender.io. Ich habe es auf jeden Fall probiert mit Ender.io. Ich habe es nicht hinbekommen. Da würde das Skelette gespawnt werden. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Eigentlich so eine Seele oder so einfach da reintun, aber das ging nicht. Ja gut, also wie wir die spawnen lassen, müssen wir halt mal schauen. Vielleicht bauen wir einfach eine stinknormale Mob-Farm nochmal. Irgendwie kriegen wir es schon hin, das Skelette einzeln spawnen. Ich will es auf jeden Fall mal so eine coole Idee machen. Die brauchen wir so oder so. Ich glaube, wir haben sogar fast alles davon im Auto-Crafting, also das ist wirklich gut machbar mal eben. Ich glaube, hätten wir irgendwie mal früher gemacht, dann wäre die echt ein Problem gewesen, allein wegen diesem Maschinenframe Resonant. Das Einzige, was wir noch nie gemacht haben, Ender Infused Obsidian. 4 Stück reichen schon. Jetzt haben wir einfach mal eben so die coole Idee gemacht. Braucht die Energie oder so? Ne, sieht gar nicht mal so aus. Muss man hochcraften. Stehe. Da braucht man Magical Wood. Aha. Warum auch immer. Okay, ein paar enchantete Bücher. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Warum braucht man da Magical Wood dafür? Ist das dumm? Ja gut, so wie ich das mit Magical Wood verstanden habe, einfach irgendein Enchantment, egal was. Also will ich ein paar Level 1 Enchanting machen. Gut, dass wir mal ein paar Level irgendwann mal hier gebaut haben, die Farm. Hätte ich jetzt tatsächlich mal gebrauchen. Dumm, warum mache ich das eigentlich im Full Enchanter? Das kostet doch jetzt wegen der Version viel mehr. Manchmal die ganze Zeit Level 5 Enchantment anstatt Level 2 oder 1er. Ja, okay, es funktioniert zumindest mit Magical Wood, so wie ich es mir vorstelle. Einfach enchantete Bücher. Oder ich habe jetzt erst gerade mal 9 zum Magical Wood rausbekommen. Das ist doch irgendwie ein bisschen teurer, als ich das dachte. Oh, ich kaufe jetzt auch einfach mal das erste Mal mit dieser Q-Idee. Wieder vorgemacht. Da, Iron Spike. Macht das jetzt? Nee. Warum nicht? Du brauchst eine Engine dafür. Kannst du nicht craften. Ah, Enderflux Crystal, oder? Was ist der? Also, es sieht irgendwie so aus wie ein Laser, als wärst du der Assembly Table. Ja, warte, ich merke gerade, dass es doch nicht so easy gemacht ist. Willst du diesen Stein nochmal machen? Dann. Diamond Edged Computical Matrix. Was ist der Name? Burnt Quartz. Also einfach Quarz durchschmelzen. Machen wir davon jetzt mehrere von diesen Engine-Blöcken oder reicht eine? Umso schneller geht's. Achso. Ja, machen wir erstmal eine. Schauen, ob das überhaupt funktioniert. Haben wir hier noch Basic Gate? Och nö, was ist das denn jetzt? Interaction Table brauche ich dafür. Integration Table. Lol, neues Laser oder so. Assembly Table mäßig. Dass wir den jetzt noch brauchen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, haben wir. Brauchen wir da jetzt einfach die Laser? Wann würde ich das kurz in unser riesen Ding reinmachen? Red Pipe Wire. Redstone, Farbstoff und Iron. Ich muss ich irgendwie zu einem Ding hier Basic Gate, glaube ich, zusammencraften. Ah, Basic Gate. Haben wir. Reicht da eins? Ist das jetzt das, was ich brauche? Basic Gate. Hey, das ist doch genau das, was ich brauche. Warum putzt mir dazu erst seine
Ach, jetzt wird angezeigt, okay, ich brauche die Interaction Table doch nicht. Also ich muss jetzt nochmal da umwandeln. Nee, Surprise war nicht so. Doch, er macht. Geil. Boah, aber geile Effekte, was es so hat. So, zwei Stück mehr. Es dauert schon einiges. Nee, ich habe gerade mal genug Magical Wood für drei Spikes dann. Ach, du Heilige. Also, dann craten wir mal auf diese Gold-Spikes ab. Und vielleicht auch mal eine bessere Methode, Leder herzustellen. Können wir es mittlerweile mit Britannia oder so machen? Blood Magic wird gehen, ja. Das ist mir trotzdem ein bisschen zu nervig. Nee, nicht so ganz. Dann lass ich am besten die Methode einfach. Wo war sie da? Wir haben einmal diese Kuhstatue bekommen. Das mit der zu automatisieren, weil du kann man ab und zu mal rechtsklicken, dann droppt sie einfach mal ein Leder. Generell haben wir auch andere Statuen bekommen. Skelette, Spinnen, Zombies, Chicken. Kriegt man irgendwie ganz selten, wenn man diese Mobs mal killt. Dann einmal hier zu den Diamond Spikes noch. Das sind die besten, die es gibt. Weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Oder Attack Damage gar nicht, was so krasser Unterschied ist von Iron. Ich glaube, die Iron würden sogar echt sogar ausreichen. What the hell? Wegen einem Attack Damage jetzt ernsthaft so viel Aufwand. Wow, hätte ich das früher gewusst. Ganz ehrlich, ich mache jetzt hier die, wo ich noch machen kann. Danach machen wir den Rest mit Iron Spikes. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich habe da jetzt endlich eine Möglichkeit gefunden, dass wir Wither Skelette bauen können, beziehungsweise normale Skelette. Bei Ender.io gibt es da nämlich einen Mob Spawner. Habe ich gut ausprobiert, wie der jetzt funktioniert. Das größte Aufwand wird halt die Konstruktion bauen tatsächlich. Weil wir da quasi eine zweite Mobfarm, eine kleine Stelle brauchen. Oder zumindest einen Raum, wo die gespawnt werden können. Wo die dann, ja, durch Butchery durchgehen. Also wir brauchen auf jeden Fall den Soulbinder. Den will ich jetzt als erstes mal craften. Da brauchen wir jeden Mobkopf einmal. Maschinenchasing, Solarium auch noch. Und da ist wirklich am kompliziertesten der Enderman Head. Glücklicherweise habe ich den schon. Zeit mal immer jede Nacht da an dieser komischen Fläche, nämlich habe ich auf mein Schwert Lack drauf geballert. Mit Lapis von Tinker's Construct. Und einfach die ganze Zeit abgeschlachtet. Das ist nicht der erste, den ich hatte. Ich hatte schon mal einen. Problem war, da waren ein paar Creeper in der Nähe. Und wirklich in der Sekunde, wo ich diesen Enderman getötet hatte und er diesen Kopf gedroppt hat, Creeper explodiert, war weg. Ey, ich hab mich so geärgert. Soulbinder gecraftet. Den stelle ich jetzt einfach mal zu den alten Maschinen nochmal hin. Jetzt brauchen wir da ein Soulfile, was Fused Quartz und Solarium ist. Da kann man so Seelen mehr oder weniger speichern von einem Mob. Da müssen wir jetzt auf die Nacht warten. Gut, dass es gerade Nacht wird und ein Skelett damit machen. Ich habe auch ausprobiert, dass man vielleicht ein Wither-Skelett die Seele speichern kann. Funktioniert nicht. Da kommt trotzdem ein normales Skelett am Ende raus. Also muss ich so ein normales Skelett da jetzt einspeichern. Ah, Skelett. Komm schon. Hab ich. Boah, das hat sogar das Skelett komplett eingesammelt. Hä? Okay, wusste ich gar nicht. Z-Logic. Ah, okay, das war der ganz normale. Einfach ein Zombie-Head. Dieser Z-Logic-Controller kann man jetzt, glaube ich, auch mittlerweile upgraden. Genau. Ich weiß nicht, für was man die alles braucht. Killer-Joe. Ah, okay, das hätte man auch machen können. Ich glaube, dieser Killer-Joe hätte auch einfach die Mobs gekillt. Dann hätten wir diese Spikes nicht unbedingt gebraucht, aber ja, wir machen das mit den Spikes, würde ich sagen. Da, Powered Spawner. Crafted. Das ist eine interessante Sache, ich kann ihn mal aufstellen, weil der spawnt jetzt quasi das Zeug. Da kann man eigentlich auch so eine Seele reinlegen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Das hat mich extrem lange verwirrt. Wir brauchen dafür jetzt Broken Spawner, genau, Dark Iron Bars. Dark Steel haben wir hoffentlich im Auto-Crafting, ja. War einfach ein bisschen Iron und Obsidian. Brauchen wir, glaube ich, einen Amboss. Wir können jetzt einen Broken Spawner so eine Essenz da drauf machen. Das funktioniert nicht. Gut. Ach so, bin ich lost. Nee, das war nicht im Amboss. Dafür habe ich doch den Soulbinder gemacht. Jetzt. Broken Spawner. Kann ich da jetzt reinschmeißen? Jetzt brauche ich noch XP. Die habe ich. Jetzt kann er das mal machen, mal eben. Geile Animation, wie der Enderman-Kopf jetzt so rausschaut. Was hältst du, wenn wir das gegenüber von der aktuellen Mobfarm machen? Hat man da quasi so symbolisch, symmetriemäßig. Muss es gar nicht mal so weit weg von der originalen Insel. Jetzt überlege ich, wie ich das am besten baue, weil ja, man muss das halt irgendwie die Skelette in Bridgewater noch bekommen. Ja, das macht man schon am besten über einen Fallschacht. Perfekt Bridgewater. Das mache ich, glaube ich, über einen ganz alten Minecraft-Trick mit Schildern einfach. Kann ich ja direkt schon das Bridgewater platzieren. Mache ich relativ faul, da brauche ich nicht 9 Stück, das sollte ein Stück ausreichen. Jetzt kann ich die Stacheln unten platzieren. Habe ich auch gesagt. Muss man vielleicht mal zu Diamonds machen. Mal schauen. Vielleicht reichen die Eisendinger auch schon aus.
Und dann kann man da eigentlich auch schon Voidhopper platzieren. Jetzt das Einzige, was man jetzt noch machen muss, dass man halt diese Seelen da in die Spawner bekommt. Jetzt braucht man einen Amboss. Dann muss man das einfach zusammencraften. Kostet jeweils 30 Level. Auch sehr interessant. Jetzt sieht man schon, dass der wird jetzt eben letzte spawnen lassen. Ja, es ist halt noch so ein anderes Ding. Also wir können halt nicht verhindern, dass auch noch andere Mobs dort spawnen. Auf das Endermaner. Ja, die werden durch Switchwater halt weg. Theoretisch. Boah, das könnte noch ungünstig werden. Aber warum spawnen die jetzt schon? Keine Ahnung. Nur spawnen, wenn es dunkel ist eigentlich. Kann man die nochmal stoppen, bitte? Weil ich den Fallschacht jetzt echt ein bisschen größer machen müssen. Das kann natürlich sein, wenn ich tief genug fallen. Ja, hindert jetzt auch nichts. Ich muss doch ein bisschen größer die Mob-Farm bauen. Zumindest den Fallschacht. Ey, könnte man sich jetzt echt überlegen, ob man das einfach so lässt. Warte mal. Ne, die spawnen alle draußen. Vielleicht kriegen wir es noch gefixt. Aber vielleicht einfach nur einen Fallschacht machen, war mein Ding doch zu dumm. Wir haben ja einen Spawner. Also wenn ich da jetzt einfach ganz viele Blöcke platziere. Und mal testen, wie weit die Reichweite geht. Brauchen wir einfach trotzdem einen Kasten, aber der ist halt ausgefüllt. Sieht schon ziemlich hässlich aus. So, so? Ja. Gar nicht hässlich aus, sieht gut aus, verstehst du? Nee. Keine Ahnung. Ja, was soll ich denn machen? Ja, wir kriegen eine Dropkick bei uns auf jeden Fall schon mal raus. Also es funktioniert irgendwie. Ja, nicht so viele bekommen. Irgendwas waren die ja auch gut. Ah, dass man mehr Herzen machen kann. Ja, dann könnte man das glaube ich auch mal in Angriff nehmen. Ja, wir brauchen noch nicht mehr Herzen eigentlich gerade. Es spawnt doch ein paar Skelette. Da haben wir gerade Pech und spawnen. Wir kriegen deswegen keine wieder Skelett-Heads, aber es müsste theoretisch eigentlich schon funktionieren. Solo, es funktioniert. Am einen wird das Skelett schon. Ja, Farm muss man auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren, so. Vielleicht kann man doch noch ein paar mehr Spawner rein platzieren, aber es funktioniert schon mal. Kriegen wir das Skelett. Und das ist der beste Schritt auf dem Weg Richtung Nether Star. Ja, gut, den ersten Bitter fighten wir ja so, wenn du ein Item haben möchtest. Das Problem killen. Ist, wir brauchen nicht nur eins davon, wir brauchen mehrere davon. Große Frage der Fragen, wo platzieren wir den jetzt? Denkst du, es passt auf dieser Obsidian-Plattform? Dass der da nicht zu unserer Base rüber geht? Also der erste Witter von keine Ahnung wie vielen Dodo braucht, hör auf. Geh weg, geh weg. Komm, bring mich um. Nein, ich brauch dich. Ich glaube, ich könnte ihn nicht schnell genug töten alleine, das ist das Problem. Gut, du machst das. Okay, wir spawnen ihn. Zack. Ja. Wir sollten trotzdem über der Plattform töten. Okay, der ist relativ easy down, merke ich gerade. Der Nether Star sollten wir halt auch aufsammeln. Let's go. Kevin! Nein! Scheiße! Nein, ich hab gesagt, wir müssen ihn über der Plattform töten. Ich hab Rare Shader grabbed. Shader Matrix. Link Shift. Weiß nicht, was ich damit machen kann. Ach man, aber er hat das richtige gedroppt von Extra Utilities hier. Division Sigil, das brauchen wir unter anderem dann für Unstable Ingots. Genau, und mit dem Crafting Rezept. Das brauchen wir wiederum, ich weiß gerade gar nicht. Also, Fläche wurde jetzt auf jeden Fall mal etwas vergrößert. Hoffentlich fliegt er diesmal nicht so weit weg, dass es runterfällt. Das wäre echt bitter. Ich muss schon sagen, mit unserem Equip ist er jetzt schon absolut kein Problem. Und auch so ein Miniatur Yellow Heart. Also, das ist glaube ich auch für extra Leben ganz wichtig. Also, Division Signal. Das ist das Item, wo wir haben wollten, beziehungsweise Dodo. Aber das Wichtigste ist hier Nether Stars. Die sind jetzt wirklich eine sehr wichtige Ressource, von denen wir mal mehr brauchen. Wir brauchen die jetzt so für das ein oder andere Crafting-Rezept. Auch unter anderem hier für die Quantum Cores. Die braucht man dann wiederum für die stärkste Solarstufe. Das kann ich auch mal ins Auto-Crafting hinzufügen. Weil ich merke schon hier noch, für was Blood Magic-mäßig brauchen wir das Zeug. Also das ist eine wichtige Ressource, von denen wir jetzt mal ja nicht en masse ranholen können. Aber wir kriegen es jetzt zumindest mal. Wir müssen aber nicht die ganze Zeit einen Wither töten, nee, dafür einfach gibt es eben ein Crafting-Rezept, wo ich dafür verwenden möchte, dann müssen wir nicht jedes Mal töten, ne? Easeful Mode Only? Man kann ja das nicht das Auto-Crafting tun. Oh mein Gott, das haben wir, glaube ich, die ganze Zeit überlesen, ne? Okay, dann ist das Projekt Netherstars doch ein wenig schief gegangen, leider. Also wir kommen an Netherstars ran, aber halt leider überkrampft, den Wither selber zu töten. Das ist jetzt sehr nervig. Da müssen wir uns echt eine Konstruktion überlegen, dass man automatisiert wieder töten kann vielleicht. I don't know. Da wird auf jeden Fall was gehen. Es gibt Böcke, die du wieder nicht zerstören kann.
Oder man macht das über Blood Magic, aber da weiß ich halt nicht, wie schwer das ist. Das wirkt irgendwie relativ machbar, man braucht ja nicht mal guter Skelett Skulls, wow. Ja, müssen wir halt echt mit Magie irgendwie ein wenig weitermachen, okay. So, ich mache jetzt aber den Quantum Core im Autocrafting und mit dem könnten wir dann das hier upgraden. Okay, Leute, ich habe einen Quantum Core jetzt mal hergestellt mit vier Nether Stars. Jetzt kann ich auch mal eins von den besten Solar Panels herstellen. Zum Vergleich, die vorherige Stufe gerade das Ultimate Solar Panel 512. Aber auch einfach mal für den Flex so ein wenigstens Autocrafting zu tun, auch wenn wir es nicht mal andersweise herstellen können. Also die Konstruktion hier mit den 5 Ultimates läuft momentan so schnell, was schon eine ordentliche Geschwindigkeit ist. Und jetzt mit einem Quantum. Junge, rattert das halt anders durch. 8000, ja, das ist halt verdammt nochmal krass. Und jetzt kann man da trotzdem noch diese Ultimates hier hinpacken, ne? Junge, das muss jetzt das durchrattern wie noch was. Also, Euro Matter läuft anders. Ich stelle halt einfach mal vor, das sind jetzt nochmal 4 weitere. Das wären dann insgesamt. Ja, dann wäre es auf 40.000. 40.000 EU eben, die dann in den Messfabrikator reingehen. Und dann das nochmal mal 6. 240.000 EU oder so, das ist halt dann schon eine ganz andere Hausnummer. Aber das wird irgendwann mal in der Zukunft sein, wenn wir das Netherstar-mäßig besser automatisiert haben.